Wir sind hier auf der A96, Fahrtrichtung Lindau, zwischen den Anschlussstellen AS Stettin und AS Erkheim. Und da ist ein ungarischer Sattelzug mit 25 Tonnen circa Backsteinen beladen. Und kurz nach dem Kohlberg-Tunnel hat die Mittelleitplanke durchbrochen. Er wollte einem vorausfahrenden Pkw ausweichen, der wohl etwas langsamer gefahren ist, und hat dann das Lenkrad verrissen und ist durch die Mittelleitplanke geschossen und komplett auf der Fahrspur Richtung München zum Liegen gekommen. Den Sattelauflieger hat es umgeworfen, die ganzen Ladungsteile sind auf der Fahrbahn verstreut gewesen, auch ein nachfolgender Pkw hat es dann neu erwischt, beziehungsweise ist in die Teile reingefahren und hat einen Schaden davongetragen. Und der LKW-Fahrer ist aber zum Glück nur leicht verletzt und ins Krankenhaus gekommen. Zum Glück kam zu diesem Zeitpunkt keiner auf der Fahrspur Richtung München, weil die hatte leider doch zum großen Teil gebraucht. Der ganze Sattelzug ist beschädigt natürlich, und das wird sich so auf die 80.000 bis 90.000 Euro betragen. Mit der Mittelleitplanke und den Flurschäden zusammen wird sich um die 100.000 Euro betragen.